Ja, willkommen zu diesem Video. Ich bin jetzt mal an der Nordsee im Urlaub und es ist noch vor der Saison, hier ist kaum was los, ein paar Einheimische sind mit ihren Hunden unterwegs und ich dachte, ich kann hier doch bestimmt auch mal ein paar schöne Naturfotos machen, wahrscheinlich hauptsächlich von Vögeln, Möwen, vielleicht Austernfischer und ja, ich dachte, ich nehme euch dazu mit. Ja, hier hinter mir auf der Buhne sitzen auch schon ganz viele Möwen und da gehe ich jetzt mal drauf. Ist fast schon zu einfach, man kommt relativ nah ran. Ach, jetzt fliegen sie weg. Ach, verdammt. Jetzt sind sie alle im Wasser, aber die kommen wieder. Und so langsam bilden sich auch so kleinere Sandbänke, weil das Wasser immer weiter zurückgeht. Und ich schätze, dass da gleich auch viele Vögel drauf landen werden. Ich weiß nicht genau, welche Möwenart das hier ist. Auf dem Infoschild hier steht, es sei eine kleine Mantelmöwe. Die ist in meinem Bestimmungsbuch aber nicht drin. Aber ich gehe mal davon aus, dass es dann eine kleine Mantelmöwe ist. Was wir aber auch haben und was man gut erkennen kann, sind die Lachmöwen. Und gerade sind auch schon zwei Austernfischer über mir hinweggeflogen, da hinten zu der anderen Buhne. Und ich glaube, da gehe ich jetzt auch mal hin. Da scheint sich auch eine etwas größere Sandbank aufzutun. Vielleicht kann ich ja ein paar Austernfischer filmen und fotografieren. Hinter mir, da wo die ganzen Muscheln liegen, läuft ein kleiner Vogel zwischen den Muscheln her. Ich glaube, es ist ein Strandläufer, davon werde ich jetzt auch ein paar Aufnahmen machen. Von hier ist das Licht ein bisschen schlecht, ich werde jetzt mal ein Stück darüber gehen. Melinda sitzt da und macht schon ein paar Aufnahmen mit dem Handy. Ich schätze mal, ich komme noch ein bisschen näher ran, wenn ich zu ihr gehe. Aber ich versuche das so ein bisschen gebückt zu machen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Strandläufer war. Ich weiß allerdings nicht, welche Art genau. Da muss ich zu Hause noch mal nachschauen in Ruhe. Okay, jetzt gehe ich aber mal weiter da hinten auf die Buhne. Auf der Buhne sitzt ein Austernfischer. Aber hier hinter mir hat vielleicht den Hund gesehen. Ich wollte jetzt warten, dass er nicht da drauf rennt, sonst ist er weg. Ich bin halt nicht alleine hier, ne? So, ich versuche mich mal ganz langsam zu nähern. Ich habe gesehen, da ist gerade ein weiterer Strandläufer gelandet. Vielleicht kann ich den auch gleich noch fotografieren. Bin mal gespannt, ob sie sitzen bleiben. Okay. Ich sehe tatsächlich ganz viele Strandläufer. Und noch einen Austernfischer, der sogar dazwischen den Steinen im Wasser sitzt. Ich gehe mal ein bisschen in die Richtung. Da ist das Licht auch besser, also vielleicht kann ich ihn ja zwischen den Steinen fotografieren. So, ich habe zwei Austernfischer auf der Sandbank dort hinter mir entdeckt und ich versuche mich den jetzt nochmal anzunähern. Es sind sogar drei Tiere. Ich versuche da jetzt mal rüber zu kommen. Ich werde mich jetzt ein bisschen klein machen und anschleichen. Drei Tiere sind es. Sind sehr gut an den orangen Schnäbeln und den Füßen zu erkennen und dem schwarz-weißen Gefieder. Ja, ich musste leider ein bisschen gegen die Sonne fotografieren, aber ich habe gestern schon ein paar Aufnahmen gemacht und die zeige ich euch hier natürlich auch. Ja, ich habe gelesen, dass Austernfischer im Schnitt 14 bis 15 Jahre alt werden, in Gefangenschaft sogar deutlich über 30 Jahre, das älteste Tier wohl 44 Jahre. Und während dieser ganzen Zeit leben sie in einer monogamen Partnerschaft und es kommt wohl nur selten zur Trennung. Ich vermute, deshalb sieht man auch immer gleich zwei Tiere, das ist wahrscheinlich ein Pärchen. So, hinter der Buhne hinter mir ist noch eine größere Sandbank und da sind auch wieder Austernfischer drauf. Mal gucken, ob ich da noch andere Vögel entdecken kann. Ja, cool wäre natürlich, so einen Austernfischer mal im Flug zu fotografieren. Ich glaube, das versuche ich jetzt gleich mal.
Hier scheint ein kleiner Streit in Brand zu sein. Die Lachmöwen sind alle in der Luft und zusammen. Bin mal gespannt, ob die sich noch mal ins Wasser setzen. Aber ich versuche jetzt mal einen Flug zu fotografieren. Gar nicht so einfach. Ja, ich versuch's ohne Einbeinfreihand. So, ich denke, das war's für heute. Jetzt gibt's noch die ganzen Bilder als Diashow. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.